So, den Mund runter. Das Auge dahin, die Nase dahin, war, glaube ich, ein Fehler. Denn wir kriegen das Auge da oben jetzt wieder nicht weg. Also das sah jetzt so gut aus, so sah, also wirklich so dicht dran und dann doch so weit weg. Okay, vielleicht so rum, dann das dort hoch, das dahin und das dahin und schon haben wir es geschafft. Also jetzt haben wir 10 oder glaube ich 10 gefühlt 20 Versuche gebraucht, um das zu schieben und dann war das doch so einfach. Beastie Baby. Ach nö, jetzt gibt es auch noch Fliegende von denen. Die ja kaum zu treffen sind beim Fliegen. Oder wie? Okay, die sind hauptsächlich zu treffen, wenn sie auf uns schießen. Und dann kommen sie auch noch angeflogen. Okay. Gut zu wissen. Die sind wirklich biestig. So, fällt das jetzt runter? Okay, das ist runtergefallen und kaputt. Ich dachte, wir sind hier bald wieder raus aus diesem Horror-Puppenhaus. Aber anscheinend nicht. Oh, die schaukelt aber hoch. Ah, die schaukelt im Kreis. So, da habe ich mich ein bisschen reinfallen lassen in der Hoffnung, wir treffen es noch. So, gelandet und wieder ein Hebel. Gucken wir einfach mal, was dieser Hebel jetzt wieder bewirkt. Der wird garantiert hier wieder irgendwelche Wege verbauen. Okay, da unten. Aha, und da haben wir erstmal noch so ein Biestiges wieder. Ich will erstmal das Biestige hier dicht an mir. Und dann machen wir es halt so weg. Okay, das ist zerbrochen und das explodiert dann nochmal. Na komm schon. Oh, jetzt ist unsere Kanone überhitzt. Na, geht doch. Taumelt jetzt und ist kaputt. Gut. Wieder Ruhe endlich. Oh, das ist... Schaffen wir das? Wir hätten es geschafft, wenn wir noch ein Stück geglitten wären durch die Luft. Okay, zweiter Anlauf. Und da unten sehe ich noch so ein biestiges... So ein biestiges Biest. Oh, komm, aus der Nähe treffen ist doch wohl besser. Und es explodiert und geht kaputt. Perfekt. Da oben geht's in die 8 und da lang geht's auch noch wohin. Oder hier zeigt zwar ein Weg nach oben. Okay, geht's auch. Okay. Und sind auch bei der 8 gelandet. Und nur mit einer... Für jeden Zweck gibt es ein Werkzeug. Sogar der unscheinbare Trichter hat seine Aufgabe. Wie soll sonst der Gin aus dem Fass in die Flasche kommen? Okay, der Trichter hat also bloß die Aufgabe, Gin ja, aus dem Fass in die Flasche zu tun. Aha. Nee, auf der 1 waren wir doch... Okay, einmal in den Abgrund gestürzt, weil ich gerade ein bisschen verwirrt war, wo wir hinspringen müssen, wieder mal. Kennt man ja nicht anders. Okay, das Ganze nochmal. So, Plattform 1, 2 und dann da hochgedreht. Ne, 3 ist dort. Also, das hier ist 1. 2 kommt jetzt gleich da, dass es da oben ist. Weiß ich gar nicht, welche Nummer jetzt da drauf steht. Also hier ist auch nochmal 1. 1 und 1. Aha. Ich würde sagen, wir springen aber jetzt darüber, weil ich sehe gerade nicht, auch nicht den Sinn dahinter. Das passt doch perfekt zusammen und ich bin ein perfekter Richter. Zeit, dein neues Köpfchen auch zu benutzen. Okay, eine Spieluhr. Und da fliegt natürlich ein neues Köpfchen, wie er schon gerade so schön sagte, raus. Oh, haben wir jetzt das Puppenhaus verlassen? Nein, wir haben eine 2D-Puppenwelt. So, und da wieder durch. Kann ich das steuern? Etwa? Ich kann es tatsächlich so ein bisschen steuern. Oh,
da haben wir alle Köpfe verfehlt. Schade. Kopfbowling sozusagen. Okay, da werden wir wieder angestoßen. Und haben zu wenig Schwung. Unser Puppenköpfchen zerfällt also auch in eine Art, oder in Schmetterlinge, wenn es stirbt. Okay. Wohin sind wir denn jetzt? Aha. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Müssen wir jetzt hier runter? Okay, wir müssen anscheinend hier runter und dann in die Kanone. Okay, aufladen für Viereck stand da auch. Man sollte auch richtig zuhören, beziehungsweise lesen, was dort steht. Bisschen weiter nach oben, so, und Feuer. Perfekt, geschafft noch. So müsste das gehen. Genau. Und einen Kopf immerhin zerschlagen dort noch. Halte Abstand vom kolossalen Verfall. Ja, das machen wir meistens auch. Ich sehe gar nichts. Wow. Oh, die Perspektive ist gerade echt blöd. Hochrollen wollen wir bestimmt nicht. Wir müssen bestimmt runterrollen. Und da wieder durch. Einmal umdrehen und gucken, wo wir jetzt hin müssen überhaupt. Darüber nicht. Gut, das wollte ich einfach mal versuchen, ob wir da vielleicht auch rüber müssen. Das sah nämlich gerade so ein bisschen so aus, als würde man dort auf das Karussell auch kommen. So, wir gehen lieber den Weg. Vielleicht hätte man da auch abkürzen können. Sah gerade so ein bisschen danach aus. Aber lieber so, wie man es machen soll. Okay, in die Richtung wieder. Hoch. Oh, das geht doch niemals gut, oder? Doch, perfekt. Ein kleiner Ruckler mal wieder. Und wir sind wieder in einem, ja, was auch immer, und haben den Weg verfehlt. Okay. Sind wir hier wieder drinnen mit dem Kopf und schaffen es wieder nicht? Das ist jetzt ein bisschen mies, dass wir da jetzt so drinnen hängen. Können wir uns hier noch ein bisschen länger drinnen aufhalten? Ja. Perfekt. So, und jetzt gucken wir, dass wir hier schnell rüberkommen. Und geschafft. Und den goldenen Zahn sogar noch mitgenommen und die Zähne auch. Supers. Und der Ausgang, glaube ich, weil wir sind im Tor. Ha, und wir sind in einem anderen Puppenhaus, in einem etwas düsteren. Hier sieht es jetzt gerade nicht mehr so fröhlich aus wie die ganze Zeit. Und wieder haben wir eine Rutsche. Die Super Mario Rutschen wieder. Okay, habe ich mir jetzt für den richtigen Weg entschieden. Oh, ganz schön eng hier. Aua, noch wieder ein Herz verloren. Ich glaube, diese Rutschen sind nur dafür da, dass man hier im Spiel regelmäßig Herzen verliert. Oder Rosen verliert. Einen anderen Sinn sehe ich an diesem Feuer hier überhaupt nicht. So, da ein bisschen abgekürzt, um Feuer auszulassen. Da ein bisschen abgekürzt, um Feuer auszulassen. Und jetzt kommt Alice nicht mehr in Fahrt. Jetzt können wir auch runterlaufen quasi. So. Und gleich wieder in jede Menge Gegner hier reingeflogen. So, den erstmal noch den Kopf abschlagen. Den Kopf ab mit ihr, wie die Herzdame das so schön immer sagte. Okay, dahinter gibt es noch einen Gegner. Alice hat da schon was anvisiert. Vorher aber erstmal hier die Zähne holen. Da oben gibt es eine Schweinenase. Wo denn? Hä? Schweinenase dort oben. Warte mal, vielleicht dahinter? Tatsache. Oder? Nee, das ist bloß grün gefärbt. Oder das Ding da kaputt, Mann? Auch nicht. Ha. Also ich sehe die Schweinenase gerade nicht. Aber okay. Vielleicht sehen wir sie gleich noch ein bisschen mehr, wenn wir hier hinter mal ein bisschen was wegmachen, noch einen Weg nach oben frei machen. Okay, da geht der Weg garantiert nur noch dort. Okay, das ist nur eine Glühbirne. So, hier. Ach, da ist die Schweinenase. Na komm schon. Perfekt. Eine Erinnerung. Super. Einmal hier durch, aber vorher holen wir uns hier das goldene Zähnchen.
Und dann hier drüben die Erinnerung, die man ganz einfach kriegt, wenn man sich klein macht anscheinend. Gut. Ich musste deine Familie in der Oxforder Leichenhalle identifizieren. Deine Schwester war äußerlich unversehrt, was ich von deinen Eltern nicht sagen kann. Da ist eine unsichtbare Wand. Ah, von der Seite kommt man auch durch. Und jetzt? Sind da die Spitzen weg, aber wo geht's denn hier durch? So, nochmal so machen. Dann da nochmal rauflegen. Müssen wir jetzt nach oben eine Etage weiter, um dort durchzukommen? Also gab es jetzt hier einen Weg irgendwo da lang? Ja, gibt es. Okay. Und dann ist die Frage, wohin? Da lang. Das war jetzt aber mehr als nur knapp. Was haben wir da? Da haben wir jetzt... ab mit ihrem Kopf, würde ich sagen. Och ne, jetzt stampfen und quetschen wieder. So, eins haben wir geschafft. Klein und noch klein machen und weiter. Da lang. Okay. Von hier aus geht's weiter. Da lang. Na kommt doch, wenn ihr euch traut. Perfekt. Super. Wir brauchen gar nicht kämpfen, das macht die Welt alleine. So kann es gerne weitergehen. Da geht's runter und da geht's hoch. Wo lang? Runter geht's zu einer Flasche. Okay. Die ist hinter Gittern. Oder hinter Glas, besser gesagt. Da ist ein Stern drauf gemalt. Kann man das vielleicht kaputt machen? Nein. Okay. Wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Den Kopf da. Der Kopf da ist ein Schlüsselloch. Okay. Gut, dass wir einfach mal gegen den Totenkopf hauen, der sich dann als Schlüsselloch herausstellt. Und wir sind bei der Flasche hinter der Glasscheibe anscheinend, die wir gerade gesehen haben. Obwohl wir eine Etage tiefer sind. War das dann überhaupt die? Nein, das ist die natürlich nicht. Aber okay, wir haben eine Flasche erreicht. Eine Flasche sollte man da lang erreichen. Wie man in die zweite kommt, keine Ahnung gerade. Sei vorsichtig, Alice. Sei vorsichtig, Alice, ja. Pass auf, was du tust, Alice. Machen wir doch immer. Aber wo geht's weiter?